Ja, hi, der Jan hier von Musing Stuff. Wir befinden uns auf der NAMM Show in Anaheim am Tama-Stand und befassen uns jetzt mal mit ein paar Neuheiten bei Tama im Bereich Snares. Und da man als Drummer ja seinen ganz eigenen Sound auch mit der Snare sehr gut definieren kann, lohnt es sich doch hier mal einen genaueren Blick drauf zu werfen. Und der Hannes erklärt uns jetzt mal, was es da bei Tama dieses Jahr für Neuerungen gibt. Genau, dieses Jahr wird quasi Tama die neuen Soundworks Snares rausbringen. Früher gab es ja eben diese Metalwork-Snares und die fallen jetzt aus dem Programm und dafür wird es jetzt eben diese neuen Soundwork-Snares geben. Da haben wir hier zwei Stahl-Snares, einmal eine 14 auf 6,5er Snare, finde ich sehr schön gelungen mit den Triple-Flanged Hoops eben. Und auch die 10-Zoll-Variante wird auch ausgeliefert zusammen mit der MC69 Multiklammer, die man perfekt dann als Side-Snare benutzen kann. Dann gehen wir weiter zu den neuen Soundworks Kapur Snares. Kapur ist quasi ein Holz, das auch in der Mahagoni-Serie quasi benutzt wird, liegt in der Mahagoni-Family. Hier auch wieder diesen Trimmel-Flanged Spannreifen mit oben drauf. Was ich auch sehr gut finde, ist, dass die Felle eben, das Evans-Felle, dass die Snares mit Evans-Felle ausgeliefert werden, finde ich auch so ein Pluspunkt als Soundfeature eben. Und wenn man den Preispoint eben auch berücksichtigt, den legen wir hier bei 1,99. Also ja. Das ist für die Qualität und für den Sound, ich weiß gar nicht, wo Tama da noch hingehen soll. Also ja. Ich finde es mega mäßig gut. Eben die Ausfüllung als 14 auf 6 und hier 13 auf 7 Snare Drum. 6 Schichten, jeweils 6 mm. Dann gibt es hier als Maple, also als All-Maple-Variante, haben wir hier auch zwei Ausführungen. Einmal die 12 Zoll auf 5,5 und die 14 auf 6,5 Snare Drum. Auch mit den Triple-Flanged Spannreifen, Evans-Felle G1 ausgeliefert. Und wie gesagt, für 199 € einfach megamäßig gut. Das ist doch mal eine coole Sache, die man sich auf jeden Fall auch beim Musikhändler seines Vertrauens mal näher anschauen sollte. Genau, richtig.